Stell dir ein Leben vor, das nicht nur aus Geld verdienen und ums Überleben kämpfen besteht. Ein Leben, was durch Liebe bestimmt wird und nicht durch Angst vor dem Tod. Geht die Sonne heute mit der alten Welt unter, so geht sie morgen mit der neuen Welt wieder auf. Ich spreche von einer Welt der Gemeinschaft und des Miteinanders. Doch auch eine solche Gemeinschaft braucht ein Zuhause. Einen Ort, an dem sie sich frei entfalten und sie in Unabhängigkeit von der Außenwelt gedeihen kann. Einen Platz, an dem es allen gut geht. Wie vieles beginnt auch diese Reise mit einer Idee. Diese könnte wie folgt aussehen. Das Herz dieses Gemeinschaftsdorfs liegt geschützt unter einer großen Kuppel, die in ihrem Inneren für angenehme Temperaturen und Schutz sorgt. Hier haben alle Wohnhäuschen einen Zugang hinein und hinaus. Es gibt Obstbäume aller Art, die bei den warmen Temperaturen auch tropische Früchte tragen können. Für die Mahlzeiten stehen lange Bänke zur Verfügung, die zum gemeinsamen Speisen einladen. Die Kinder können auf einem Spielplatz toben, auch wenn das Wetter draußen mal nicht so angenehm sein sollte. Für Entspannung gibt es Massagehäuschen sowie einen großen Klangdom. Auch gemütliche Plateaus in den Bäumen ein Pool sowie Bänke und Natur laden zum Wohlfühlen ein. Weiterhin gibt es auch ein Haus der Gesundheit. Im Zentrum bietet ein großer Pavillon Platz für Versammlungen. Die gemütlichen Häuschen am Rand haben jeweils eine Küche, Wohnraum mit Kamin sowie eine Schlafetage. In jeder Himmelsrichtung stehen etwas größere Gebäude, die der Gemeinschaft dienen. Im Süden befindet sich das große Kochhaus. Hier werden Speisen zubereitet und über kleinere Wagen zum Essbereich geliefert. Das Haus im Norden ist einerseits der Empfang für Gäste, als auch eine Tauschbörse der Gemeinschaft. Im Dachgeschoss dieses Gebäudes befindet sich ein Kreativbereich sowie eine kleine Bibliothek. Sowohl im Osten als auch gegenüber im Westen gibt es jeweils einen Bereich für Frauen bzw. für Männer. Zu diesen gehört je ein Gebäude mit kleinerer Küchenzeile, Badezimmer, Sauna, einem Platz für Veranstaltungen unter dem Dach und ein abgegrenzter Außenbereich. Hier ist Platz zum gemeinsamen Speisen,
Spitzhüttenzeremonien sowie für einen eigenen Pool zur Abkühlung. Im Mond- bzw. Sonnengarten gedeihen jeweils wichtige Frauen- und Männerkräuter. Außerhalb gibt es ebenfalls noch einiges zu entdecken. Im Norden, wo auch das Empfangsgebäude steht, befindet sich links und rechts vom Weg eine waldige Gegend, in der in den großen Bäumen Baumhäuser gebaut wurden. Diese sind bewohnbar eingerichtet mit Küche, Stauraum, Betten sowie einer gemütlichen Dachterrasse. Auf dem Boden sind Feuerstellen mit einer eigenen Outdoor-Küche und Essmöglichkeiten zu finden. Der Wald grenzt an einen großen Teich, der zum Baden und romantischen Spaziergängen einlädt. Für die Lebensmittelversorgung sorgt ein eigener Bauernhof. Hier leben verschiedene Tiere, die unterschiedliche Produkte liefern. Angrenzend befinden sich Felder, die von den Bewohnern bewirtschaftet werden. Für alle biologisch abbaubaren Abfälle gibt es natürlich auch ein großes Kompostlager. Weiterhin gibt es einen Pferdestall. Diese Tiere sind nicht nur wichtige Helfer bei Ernte und Saat, sondern auch ein gutes Fortbewegungsmittel. Daneben steht ein großes Lagerhaus für alle möglichen Güter. Hier ist auch ein kühler Keller zu finden. Eine Streuobstwiese darf auch nicht fehlen. Hier im Gartenbereich wachsen verschiedene Obstbäume, Sträucher und bunte Blumen. Auch die Bienen, die im Bienenhaus leben, haben ihre Freude. Weiterhin gibt es einen Kräutergarten. Zur Stromversorgung mit Wind und Wasser ist eine umgebaute Mühle da, die allerdings auch noch zum Mehlmahlen genutzt werden kann. Angrenzend befindet sich das große Holzlager der Gemeinschaft. Im Südwesten liegt ein zweiter Naturteich. Hier wohnen Menschen, die gern für sich leben, jedoch trotzdem Teil der Gemeinschaft sind. Ein großer Lagerfeuerplatz bietet ebenfalls einen Ort des Beisammenseins, vor allem am Abend. Auch hier gibt es nochmal ein kleineres Kompostlager. Für die Kinder steht in Form von einem Waldspielplatz viel Raum zum Spielen zur Verfügung. Es gibt zum Beispiel Schaukeln, eine Erdhöhle, einen Sandkasten mit Baumstammparcours einen Barfußpfad und Plateaus in den Bäumen, die mit Hängebrücken verbunden sind.
In jeder Ecke befindet sich ein kleines Toiletten- und Duschhaus. In diesem wird aufgefangenes Wasser wieder genutzt und kann sogar erwärmt werden. Die Stromversorgung funktioniert nicht nur mit Hilfe von Wasser und Wind, sondern auch durch Solarzellen auf den Dächern mancher Gebäude. Allgemein wird mit allen Gütern sehr sparsam umgegangen, jedoch auch so, dass ein angenehmes Leben möglich ist. Also worauf wartest du? Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.